Willkommen auf Bleib entspannt, der Meditationspodcast. Ich bin Kathi Claudel und habe wieder zuckersüße Nachrichten von kleinen Bleib entspannt-Hörern bekommen. Lavin sendete mir mit Hilfe ihrer großen Schwester eine Sprachnachricht und die Mama der vierjährigen Emilia schrieb mir den Wunsch ihrer Tochter via Instagram. Beide Mädchen wünschten sich eine Traumreise mit Meerjungfrauen von mir. Besonders toll finde ich, dass mir auch der kleine Emil mithilfe seiner Mama genau denselben Wunsch schickte. Denn ich bin der Meinung, dass Fantasiewesen, Märchenfiguren oder Fabelgestalten nicht nach Geschlechtern verteilt werden sollten. Hierbei Schubladen auf- bzw. zuzumachen, empfinde ich als furchtbar fantasieeinschränkend. Deshalb, Emil, du bist mein Held. Und du hast eine ziemlich tolle Mama, die mir deinen Wunsch ja überhaupt erst zukommen ließ. Und diesen Wunsch von dir, Lavin und Emilia, habe ich liebend gerne erfüllt. Ich hoffe sehr, die Traumreise gefällt euch dreien und natürlich auch allen anderen Meerjungfrauen-Fans. Wenn du ebenfalls einen Wunsch für eine Traumreise oder Meditation loswerden möchtest, bitte deine Mama, deinen Papa oder größere Geschwister mal in die Shownotes dieser Episode zu schauen. Dort steht ganz genau drin, wie das Ganze funktioniert. Jetzt wünsche ich dir von Herzen ganz viel Freude mit der Traumreise Meeresmelodie. Los geht's! Hallo du, schön, dass du da bist und zusammen mit mir auf eine magische Reise gehen möchtest. Liegst du schon im Bett? Hast du alles, was du für die Nacht brauchst? Dann mach es dir einmal so richtig gemütlich. Lass dich ins Kissen plumpsen und bewege dich ein wenig hin und her, bis du gut und bequem auf dem Rücken liegst. Und dann spanne noch einmal alle Muskeln in deinem Körper gleichzeitig an. Arme, Beine, Bauch und Po. Alles fest werden lassen und steif wie ein Brett. Halten und wieder loslassen. Noch einmal alles anspannen. Halten und loslassen. Prima. Schließe jetzt deine Augen. Deine Hände kannst du auf deinen Bauch legen, sodass du deinen Atem fühlst. Spürst du, wie der Atem deinen Bauch aufpustet, wie einen Luftballon, wenn du einatmest? Und wie er flach wird wie ein Brett, wenn du ausatmest. Atme ein. Dein Bauch füllt sich wie ein Luftballon. Und aus. Dein Bauch leert sich und wird flach wie ein Brett. Ein. Und aus. Ein. Und aus. Du stehst vor einem wunderschönen Wasserfall. Rasend schnell fällt das Wasser in den kleinen See darunter, dass es nur so spritzt. Die Luft ist warm und feucht. Tropische Pflanzen umgeben dich. Auf den Felsen, die den See umsäumen, wachsen grüne Algen. Das Wasser ist kristallklar, sodass du fast bis auf den Grund schauen kannst. Du schaust dich ein wenig um, streichst mit den Fingern über Zweige und Gräser, blickst in den blauen Himmel über dir. Doch plötzlich hörst du etwas. Eine Melodie.
ganz leise, aber wunderschön. Da singt jemand. Es ist eine Frauenstimme. Aber wo kommt sie nur her? Du gehst in die Richtung, in der du den Gesang vermutest. Streifst große, zarte Farne aus dem Weg und dabei entdeckst du einen versteckten schmalen Pfad, der direkt zum Wasserfall hinaufführt. Ein geheimer Weg. Wohin er dich wohl führen wird? Du gehst ihn entlang und siehst schon nach wenigen Schritten, dass er hinter dem breiten Wasserfall entlang geht. Während du läufst, wird der Gesang ein wenig lauter. Du bewegst dich wohl darauf zu. Als du den Wasserfall erreicht hast, schlüpfst du neugierig dahinter und gelangst in eine kleine feuchte Höhle. Huch, du musst dir deine Hand über die Augen halten, denn helles Licht strahlt dir entgegen. Es kommt von einem riesigen Spiegel aus weißem Licht, der an der Wand hängt. Wie schön er aussieht, umrahmt von Wandzeichnungen, Symbole, die an das Meer erinnern, Wellenlinien, die Umrisse von Fischen, Delfinen und sollen das Meermenschen sein? Der Oberkörper sieht aus wie der eines Menschen, aber dort, wo eigentlich die Beine und Füße sind, wurde ein Fischschwanz gezeichnet. Die wunderschöne Melodie scheint direkt aus dem Licht zu kommen. Die Stimme, die sie singt, muss sich dahinter befinden. Was wohl passiert, wenn du den Lichtspiegel berührst? Ganz langsam streckst du deinen Arm aus und tippst vorsichtig mit der Fingerspitze gegen das Licht. Der Finger gleitet direkt hindurch. Das muss ein Portal sein. Du steckst nun deine ganze Hand hinein. Dein Arm folgt ihr langsam. Und schließlich fasst du deinen ganzen Mut zusammen und schlüpfst komplett hindurch. Vor lauter Aufregung hast du deine Augen fest zusammengepresst. Jetzt öffnest du sie langsam und blickst auf die Rückseite eines Wasserfalls. Nanu, wie geht denn das? Du hast dich doch gerade vom Wasserfall weg und nicht darauf zubewegt. Die Melodie ist jetzt ganz deutlich zu hören. Wenn du nur durch das fallende Wasser schauen könntest, dann würdest du die Frau, die zu der Stimme gehört, bestimmt sehen. Schnell läufst du über den schmalen, versteckten Pfad zurück zum See. Alles sieht genauso aus wie beim Hinweg. Doch in der Luft liegt ein kleines Glitzern. Als du die großen Blätter der Fahne zur Seite streichst, siehst du sie? Am Rande des Sees
sitzt eine. Das ist ja eine Meerjungfrau. Ihr meeresblauer Fischschwanz glitzert in der Sonne. Das eisblaue Haar hängt ihr in Wellen über die Schulter, während sie völlig gedankenverloren ihr wunderschönes Lied singt. Du gehst ein wenig näher, um die Meerjungfrau besser ansehen zu können. Doch da entdeckt sie dich. Freundlich lächelt sie dir zu und winkt dich zu ihr heran. Dafür müsstest du allerdings ins Wasser steigen. Du denkst nicht lange darüber nach, ziehst dir deine Sachen aus und springst hinein. Die Meerjungfrau schwimmt lachend auf dich zu. Sie streckt dir die Hände entgegen und bewegt sich fröhlich um dich herum. Wie elegant sie schwimmt, flink wie ein Delfin. Dann saust sie unter dir entlang und berührt ganz zart deine Beine. Huch, was war denn das? Ein kitzelndes Kribbeln läuft dir über Beine und Füße. Du blickst an dir hinab und siehst, dass deine Beine glitzern. Und dann hört alles auf. Das Kitzeln, das Glitzern, aber auch deine Beine. Denn stattdessen hast du dort jetzt einen goldenen Fischschwanz. Vor Schreck gluckerst du unter und willst schon panisch nach oben paddeln, als du merkst, dass du unter Wasser atmen kannst. Wow! Und auch deine Augen scheinen sich verändert zu haben. Du kannst im Wasser ohne Probleme sehen. Angestrengt überlegst du, wie du jetzt vorwärts kommen sollst. Wie schwimmt man denn mit so einem Ding? Doch dein Körper ist dir einen Schritt voraus. Wie von alleine bewegt er sich genauso elegant durch das Wasser, wie du es vorher bei der Meerjungfrau gesehen hast. Die hat dich übrigens die ganze Zeit über amüsiert beobachtet. Jetzt schwimmt sie zu dir. Nimm deine Hand und zieh dich mit sich. Zusammen schwimmt ihr durch den See und schließlich in den Fluss hinein, der davon abgeht. Du schwimmst, als hättest du nie etwas anderes getan. Was für ein tolles Gefühl, so frei. Und unbeschwert. Deine Meerjungfrauenfreundin wird immer schneller. Sie zwinkert dir zu und saust davon. Du jagst hinter ihr her und bald befindet ihr euch in einem wilden Wettschwimmen. Macht das einen Spaß? Ganz fokussiert passt du genau auf, wohin du schwimmst.
Eben noch hattest du die blaue Flosse deiner Freundin vor der Nase. Jetzt bist du schon auf gleicher Höhe mit ihr. Und dann überholst du sie. Die Meerjungfrau lacht und versucht, dich wieder einzuholen. So geht es eine ganze Weile hin und her, auf und nieder, schnell wie der Wind durch das warme Wasser. Schließlich gelangt ihr zu einer breiten Mündung. Der Fluss strömt direkt ins große, weite Meer. Ihr werdet langsamer und du merkst, dass sich die Unterwasserwelt verändert hat. Sie ist jetzt so vielfältig und bunt, als würdest du im Meeresaquarium schwimmen. Nur, dass die Tiere hier in Freiheit leben. Zum Glück. Die kleine Meerjungfrau hält immerzu an und begrüßt Fische, Quallen oder Rochen. Gerade pfeift sie mit einem Delfin um die Wette. Du staunst darüber, dass sie die Sprache sämtlicher Meeresbewohner spricht. Ob das wohl alle Meerjungfrauen können? Moment, theoretisch bist du jetzt selber ein Meermensch. Das musst du ausprobieren. Du blickst dich um und entdeckst eine alte Meeresschildkröte, die langsam durch das Wasser schwimmt. Flink saust du zu ihr, um sie zu begrüßen. Sie antwortet dir, und tatsächlich, du kannst sie verstehen. Die Schildkröte erzählt dir, wie sehr sie sich freut, mal wieder mit einem anderen Meereswesen zu sprechen. Mit dem Alter kann man ganz schön einsam werden, sagt sie dir. Du musst an deine Oma denken und beschließt, sie bei der nächsten Gelegenheit unbedingt mal wieder anzurufen. Das ist eine gute Idee, sagt die Meeresschildkröte. Anscheinend hast du deine Gedanken laut ausgesprochen. Du redest noch ein Weilchen mit der alten Schildkröte und lässt dir von ihrem Leben erzählen. Wahnsinn, was sie schon alles gesehen hat. Gespannt blickst du in ihre gutmütigen, dunklen Augen und hörst ihr zu. Nach einer Weile ruft deine Meerjungfrauenfreundin dich zu sich. Du verabschiedest dich von der Schildkröte und schwimmst deiner Freundin hinterher. Zusammen saust ihr durch die bunte Unterwasserwelt. Bewundert gelbe Fische, leuchtende Quallen, klitzekleine Seepferdchen. Und große Tintenfische. Immer abwechselnd entdeckt ihr eine neue Schönheit des Meeres und zeigt darauf. So bewundert ihr zusammen Wasserpflanzen und Tiere und schwimmt ganz entspannt durch das weite, bunte Meer. Thank you.
Schließlich gelangt ihr zu mehreren großen Felsen. Ein kleiner Durchgang befindet sich dazwischen, so schmal, dass nur eine Meerjungfrau hindurchschwimmen kann. Auf der anderen Seite erwartet dich so ein atemberaubender Anblick, dass du fast mit deiner Freundin zusammengestoßen wärst, die dort auf dich wartete. Du siehst Dutzende von Meeresmenschen, Meerjungfrauen, aber auch Meermänner, die miteinander erzählen. Und sogar Kinder, die am Boden des Meeres mit Muscheln spielen oder einander so wild jagen, dass hunderte von Bläschen um sie herum tanzen. Und hinter ihnen ragt noch etwas viel Spektakuläreres empor. Ein riesiger Meerespalast, geschmückt mit Muscheln und leuchtenden Perlen. Deine Meerjungfrauenfreundin lädt dich dazu ein, dich ein wenig hier umzusehen. Wenn du magst, kannst du den Palast erkunden oder du lernst ein paar von den anderen Meermenschen kennen. Tu das, wozu du am meisten Lust hast. Du hast jetzt genügend Zeit dafür. Deine Meerjungfrauenfreundin kommt zu dir und nimmt dich an die Hand. Sie möchte dir noch etwas zeigen. Ihren Lieblingsplatz. Zusammen schwimmt ihr durch den Palast und verlasst ihn auf der anderen Seite. Dahinter befindet sich ein prächtiger Meeresgarten. Pflanzen in allen Regenbogenfarben leuchten dir entgegen. Wie schön das aussieht! Die Meerjungfrau zieht dich weiter und schlüpft mit dir hinter eine große grüne Pflanze. Völlig versteckt liegt hier ein kleiner Pool aus Stein, der aussieht wie ein Whirlpool. An seinem Rand blubbern sogar tausende kleiner Blubberbläschen ins Innere. Deine Freundin fordert dich auf, dich dorthin zu setzen und dir die Blubberblasen an den Rücken blubbern zu lassen. Du lässt dich auf den Stein sinken und wie schön, ganz warm und angenehm wird es an deinem Rücken. Die Blasen sind ein Strom warmen Wassers, das hier hineinfließt. Deine Meerjungfrauenfreundin setzt sich neben dich. Sie schließt ihre Augen vor Genuss. Ganz entspannt sitzt sie da und ist sie etwa eingeschlafen? Die Meerjungfrau schläft. Du musst grinsen.
Dann aber merkst du, dass du selber unheimlich müde bist. Du machst es dir bequem und schließt deine Augen. Obwohl du gerade erst hier gelandet bist, fühlst du dich wie zu Hause und unheimlich sicher und geborgen in eurem kleinen Versteck. Dein ganzer Körper ist durch die Wärme der Blubberbläschen weich und leicht. Das Wasser trägt ihn so sanft, als wäre er schwerelos. Das fühlt sich so gut an. In deinem Kopf hast du wieder die Melodie, die deine Meerjungfrauenfreundin gesungen hat. Sie wirkt wie das schönste Schlaflied. Du wirst ruhiger und ruhiger. Lass dich einfach hineingleiten ins wunderschöne Land der Meerjungfrauenträume.